Der stellvertretende Liechtensteiner Regierungschef Thomas Zwiefelhofer und sein Botschafter in Deutschland, Prinz Stefan von Liechtenstein, waren am Mittwochnachmittag zu Gast im Gewerbegebiet Naht. Sie besichtigten auf einem Rundgang die Produktionsanlagen der Firma Jados. Dabei überzeugten sie sich von der sehr gut funktionierenden Symbiose zwischen dem Liechtensteiner Unternehmen Hoval und seinem strategischen Partner in Hoyerswerda. Die von Jados produzierten Fernwärme- und Nahwärmestationen sowie Blockheizkraftwerke werden weltweit von Hoval vertrieben. Am Rande der Begegnung überreichte der CDU-Landtagsabgeordnete Frank Hirche eine offizielle Besuchseinladung von Ministerpräsident Stanislav Tillich an den Liechtensteiner Regierungschef.